Lynn aus Leipzig. Bitte komm auf die Bühne und mach dein Publikum fertig. Hier ist es vor dir. So, ich freue mich, dass ich das hier beenden. Also. Nein? Ja, schön, egal. Ich habe eine kurze Geschichte mitgebracht. Alles riecht nach dir. Eine Liebeserklärung an meinen Mitbewohner. Es ist spät und ich bin betrunken. Du bist nicht da, du ziehst noch um die Häuser, obwohl du so jung bist, schon so nachtaktiv. Aber du hast mir was dagelassen, damit ich dich keine Sekunde vergesse. Es liegt kunstvoll drapiert auf dem Kopfkissen. Ein Häufchen. Scheiße, Mann, du hast mir ins Bett gekackt und dabei hatte ich so gehofft, dass es beim Pipi bleiben würde. Ich meine, klar, du bist noch ein sehr kleiner Kater, aber eigentlich liegt genau da auch mein Problem. Wie kann denn ein so kleines Tier so viel Pipi machen? Jeden Tag mehrmals an die unmöglichsten Stellen, vorzugsweise dahin, wo es auch nicht mehr so richtig wegzukriegen ist. Auf Teppiche und auf den Boden hängende Gardinen zum Beispiel. Aber am allerliebsten ins Bett. Und auch nicht in deins, sondern meins. Gut, okay, genau genommen hast du kein eigenes, in das du machen könntest. Aber wenn es wenigstens ein Sessel wäre oder ein Stuhl, da sitzt man ja nur drauf. Aber das Bett, ich liebe mein Bett, es ist kuschelig und warm und ich verbringe mehr Zeit darin als sonst wo. Aufstehen, sowas gibt's bei mir nicht. In der Waagerechten lebt es sich eben am besten. Gerade du müsstest das doch wissen, das ist doch das, was wir gemeinsam haben. Schlafen, träumen, rumhängen, im Bett essen, ja, auch das, aber dann ist Schluss. Nur weil es im Bett reinkommt, heißt das nicht automatisch, dass es im Bett auch wieder raus darf. Ey, ich gehe doch auch aufs Klo, wo kommen wir denn da hin, wenn wir im Bett alle laufen lassen? Ich meine, da schlafen wir auch manchmal zu viert drin. Klar, das ist dann immer total gemütlich und dann schnurrst du und entspannst dich und dann ist alles im Fluss bei dir, aber ich war in deinem Alter auch schon stubenrein. Ich weiß auch nicht so richtig, was ich dann noch machen soll, ehrlich gesagt. Ich meine, die Kitty, die hat auch mal alles voll gepisst, aber das hatte wenigstens System. Nur auf Sachen, die auf dem Boden lagen. Und da habe ich halt Ordnung gehalten und dann war gut. Aber bei dir, das ist so wahllos. Jetzt liege ich im Bett, ich habe das letzte saubere Laken aufgezogen. Du treibst mich in den wirtschaftlichen Ruin. Echt, ich kann die Wasserrechnung bald nicht mehr zahlen. Jeden Tag waschen. Aber wenn es eng wird, dann drehe ich dir einfach den Hahn ab. Das kannst du wissen. Vielleicht liegt auch da die Lösung des Problems, sage ich zu David. Dann kriegt er halt nichts mehr zu trinken. Einerseits sparen wir so das Wasser, das wir fürs Waschen brauchen. Und andererseits gibt es halt einfach nichts mehr, was er auspullern kann. Ey, ich ertrage ja wirklich einiges, dass du mir nachts in die Füße beißt, morgens ins Gesicht springst und tagsüber alles kaputt spielst, was du in die Finger kriegst. Und wir haben ja auch eine Menge Spaß zusammen. Zum Beispiel, als ich dich neulich in den Briefkasten gesteckt habe. Mit der Kitty geht das nicht. Die ist zu plüschig und zu widerspenstig. Aber du bist noch klein, du hast noch keinen eigenen Willen. Doch das war wirklich sehr hübsch, wie dein Fell oben aus dem Schlitz rausgequollen ist, nachdem ich zugeschlossen hatte. Mal sehen, wem ich damit mal eine Freude mache. So ein Kätzchen im Briefkasten statt einer Rechnung, das ist doch herrlich. Ich ziehe mich aus, werfe meine Klamotten auf den Boden mit Anlauf, weil ich wütend bin und müde und fast schon wieder nüchtern, weil Kacke auf dem Kopfkissen einen eben knallhart in die Realität zurückholt. Ey, und dann kann ich ewig nicht einpennen, weil ich den Geruch nicht mehr aus der Nase kriege. Alles riecht nach dir, ich werde fast verrückt. Am Ende kriege ich hier noch so eine Parosmie oder wie das heißt, so eine Geruchsstörung eben. Da riecht man die ganze Zeit Sachen, die eigentlich gar nicht da sind, aber viel wahrscheinlicher ist, dass du noch woanders Berge und Seen hinterlassen hast. Du kommst reingeschlichen und fängst an zu schnurren. Das ist Bestechung, das ist unfair. Man muss Konflikte auch mal austragen. Du musst akzeptieren, dass ich jetzt sauer bin. Das kann man nicht einfach so wegkuscheln. Nein, auch nicht, wenn du jetzt direkt zu mir nur die Decke krabbelst und deine kleinen Pfoten um meinen Hals legst. No. Ich wache auf, weil es nach Pipi riecht. Es ist gerade 5:30 und ich stehe auf und schlüpfe in die Hose, die vor dem Bett auf dem Boden liegt. Sie ist nass. Ich bin es jetzt auch, ich rieche jetzt auch nach dir und ich darf nicht mal meinen eigenen Kater richtig zulassen, weil du schon da bist, weil du genug Kater bist für uns beide, du halbe Portion. Wegen dir und weil ich ab jetzt immer nach deiner Pipi rieche, werde ich dann von der Gesellschaft gemieden. Ich werde die verrückte Katzenfrau sein, wie bei den Simpsons. Und du wirst als erstes geworfen, das schwöre ich dir. Da kaufe ich vorher noch so ein altes, verstimmtes Klavier, auf dem ich nachts immer die Mondscheinsonate spiele und dann laufe ich schreiend in einem weißen Nachthemd auf die Straße und zitiere Sprüche, die man diesen Katzenkalendern stehen. Kätzchen sind wie Kartoffelchips. Man kann unmöglich nur eins wollen. Das fängt ja schon gut an mit deinen Freunden von nebenan, die immer unter unserem Balkon rumhängen und mich anstarren. Ich bin ja nicht abergläubisch oder so, müssen das ausgerechnet 4 schwarze Katzen sein. Manchmal kommen die ja sogar in die Wohnung und fressen heimlich das Katzenfutter weg. Die Kitty verteidigt unsere Wir wenigstens, aber du sympathisierst ja mit denen. Ihr fresst mir alle noch die Haare vom Kopf. 5,5 Katzen, wer soll die denn ernähren? Schlimm genug, dass die Kitty langsam in ein Alter kommt, in dem sie fremde Kater mit nach Hause bringt. Und dann auch noch heimlich. Und dann komme ich mal früher heim, weil ich dachte, wir spielen was. Und da glotzt er mich im Flur an wie so ein Auto und flüchtet durchs Fenster. Der hätte sich auch ruhig mal vorstellen können. Langsam geht auch die Sonne auf. Die Waschmaschine rumpelt. Das Bett ist frisch gemacht. Und du liegst zusammengerollt auf dem neu bezogenen Kissen und schläfst zufrieden vor dich hin. Ab und an streckst du ein Pfötchen oder schnurrst wild rum, weil du es wieder geschafft hast. Jetzt hast du das Bett wieder ganz für dich allein. Vielen Dank.